Jedenfalls Pferde scheint es hier keine mehr zu geben. Oder von denen hier, wie der Pück war und Waldtrolle. Oh, diesmal sind es aber viele Pück war. Deswegen. Wow. Oh, eine Flammenfäule. Das ist nicht so gut. Okay. Zu viel Chaos. Na, dich mal kurz. Einige Personen, denen du in der Welt begegnest und mit denen du kämpfst, können gefangen genommen und in deiner Festung eingekerkert werden. Wie nett. Nee, so wollte ich das sicherlich nicht lösen. Ihr Sagadis Fuchs hat das Bedürfnis, einen anderen Weg zu gehen. Oh, die patrouillieren. Jo, die patrouillieren ein bisschen. So, weg mit dir. Und jetzt wollen wir deine Gruppe noch mal treffen. Genau die da. So, ein bisschen zurückziehen. Du machst mal den. Ihr geht etwas vor. Du benutzt den letzten Feuerball, den du noch hast, und sprichst ihn jetzt da rein. So, dann ziehst du dich zurück. Weil so heftig bist du leider nicht. Du hast hoffentlich den Zauber schon gesprochen. Dann sprichst du jetzt einfach mal. Ich finde das irgendwie komisch, dass die so weit vor müssen. Haben die keine Zauberreichweite? Okay, beide Wölfe ausgeschalten. Du wirst wieder von irgendwas angegriffen. Jeder kann sich zum Glück einigermaßen verteidigen. Ah, du kannst dich leider nicht so gut verteidigen, deswegen hau mal so viel wie möglich gegen den da raus. Au, was war das? Das hat du uns hingehauen. Was ist da alles auf uns gewirkt? Madenbefall? Okay. Das ist doch etwas heftiger als erwartet. Vor allem, ich vergesse immer, dass Kanna irgendwann zaubern kann. Das ist ein bisschen blöder, dem Sänger. Wir haben Tag. Oh, falscher Spielstand. Den da wollte ich laden. Das sind wirklich ein bisschen arg viele von den verrückten Frauen, von diesen verdorrten Frauen da. Aber eigentlich kann man das richtig gut schaffen, wenn man aufpasst. How may I help? Ich versuch's mal mit ein bisschen Hinterhalt. Hinterlist. Hi? What? Yes. Da sind sie auch schon. So. Feuerball rein.
Und da der anderen. Habe ich dir nicht gesagt, dass du wegrennen sollst? So. Du machst hier drüben irgendwo eine Falle, haust zwar alle um. Wow, Eder. Nee. Das ist noch viel mehr schief gegangen als gerade eben. Ich brauche auf jeden Fall die Glaubensrüstung. Vielleicht sollte ich erst Verbot auf sie sprechen. Also erst die Glaubensrüstung anwerfen. Hey. So. Das sind so viele. Du, Glaubensrüstung, hättest eigentlich schon längst sprechen müssen. So, du und hau ab. Jetzt ist du uns ausgefallen. Ich kapiere das echt nicht, dass der so eine geringe Zauberreichweite hat. Das muss ich jetzt mal kurz in den Zaubern von ihm nachlesen. What? Reichweite 5 Meter. Reichweite 5 Meter. Was haben so deine magischen Geschosse? Ja, weg mit den beiden. Was haben deine magischen Geschosse an Reichweite? 15 Meter, okay. Ah. Das erklärt so einiges. Following your lead. Here's a lesson to be taught. So, du schießt die mal an. Jetzt machst du eine heilige Rüstung. Und ihr haut ordentlich drauf. Du machst den. Du schießt da mit drauf. Du machst eine Beutemarkierung. So, okay. Schutzrüstung ist drauf. Jetzt machst du Stopp. Das bringt nichts. Die kann ich noch nicht besiegen. Die sind echt noch eine Nummer zu hoch für mich. Weil die ganzen Zauber, die sie gerade gewirkt haben, das sind viel zu viele Magier auf einen Haufen, muss ich sagen. Ich müsste echt einen anschießen und mich dann zurückziehen und hoffen, dass nur die Hälfte kommt. Right. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Hm. Right. So, zieht euch zurück. Hagrim geht vor. Schießt auf sie, rennt weg. Wie viele Lebenspunkte hat die? Okay, mit 29 Schaden ist sie schon mal verletzt. Wow, nicht stehen bleiben. Okay. Ich glaube, wir haben diesmal weniger. Okay, das war Stopp. Jetzt hau sie noch bitte um.
Wo stehst du jetzt so? Ich sehe nichts. Blöder Baum ist im Weg. Ach, da stehst du. So, Falle ist ausgelöst. Schieb mal eine Heilung hinterher. Du. Versuch mal irgendwas zu treffen. Todenah ist gut. Okay. Tod ist besser. Töte die Beschwörerin, dann verschwindet auch das Feuerelementar. So. Okay, das war nicht gerade die beste Art, aber es hat geklappt. Auch wenn Etta und Durenz ein bisschen stark angeschlagen sind und auf ihn noch diese Ranken. Okay. Aber es hat geklappt. Mal sehen, ob wir den Rest jetzt auch noch tot kriegen, weil so viel dürften das nicht mehr sein. Ach, der Waldtroll. Achso, wir haben die Waldtrolle gar nicht aggro gemacht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt können wir mal kurz gucken, was im Süden ist. Im Süden sind die Feuerfälle. Ich wollte sagen, im Süden ist garantiert auch noch irgendwas. Jo. Habe ich eigentlich zurzeit was in Auftrag gegeben? Ich könnte noch was in Auftrag geben an Ausbauten in der Leuchthöhle. Ach, endet in 20 Stunden. Okay. Dann ist ja gut. So, das sind Giranshorn oder Grian. Giranshorn. Wieder aufsammeln. Und das Gebiet wieder aufdecken hier. Und hoffen, dass wir nicht nochmal so einer Gruppe begegnen. Die sind nämlich wirklich heftig. Also zwei von diesen Magierinnen und vier Waldtrolle gehen ja noch. Aber die andere Seite, sechs solche Magierinnen und zwei Waldtrolle, ist ein bisschen arg heftig. So, kurzer Quicksave. Dass wir das nicht alles nochmal aufdecken müssen. Hier geht's nochmal hoch. Und hier oben sehe ich einen Karren. Okay. An dem Karren ist niemand. Was ist hier? Am Boden ist Kuhnstrunk, schwappen Weinreste herum. Okay. Wir haben also den Karren von irgendjemandem gefunden. Schriftrolle des Zwillingssteins. Klingt interessant. Und der Rest ist irgendwas. Was macht diese machen die Schriftrollen eigentlich mal allgemein? Schriftrolle des Zwillingssteins. Steuert zwei tödliche Felsen von der Position des Druidens. Ah ja, ein Druidenzauber, okay. Nett. Und da sind wir eigentlich fast durch jetzt. Wir haben nur noch dieses. Ein Waldlaurer. Ein Waldlaurer, den belegen wir am besten mal mit. Ich weiß nicht, ob die Beutemarkierung nur für einen, für die jeweiligen Waldläufer alleine zählt. Wow. Du lässt Edda am Leben. Genau, Fallum.
Some fermented caribou milk would hit the spot right now.